Ingo von der Heide und seine Mitstreiter sind schon länger arbeitslos. Die Energiewende soll auch für sie die persönliche Wende bringen. In Goslar machen sie die Schulung zum Bauhelfer. Basiswissen für die Baustelle. Später sollen sie einfache Arbeiten übernehmen, Rohre verlegen oder Wände aufstemmen, damit die Fachkräfte Luft haben für die komplizierten Dinge. Ich möchte wieder rein ins Berufsleben. Ich bin zu lange arbeitslos. Meine Arbeitslosenzeit läuft aus. Ich springe dann drüber auf Jobcenter oder Bürgergeld. Und das ist mir zu wenig Geld. Und ich möchte noch was aufbauen. Ich habe noch ein paar Kinder, die würden sich dann auch freuen, wenn ich noch was aufgebaut habe. Auch ein Bewerbungstraining gehört zum Kurs. 4 Monate sind die Teilnehmer in Goslar. 2 Monate lang machen sie ein Praktikum im Betrieb. Wir wissen, die Wissenschaft sagt uns das, dass wir bis 2030 300.000 bis 500.000 Menschen mehr brauchen, die in Klimaberufen entsprechend arbeiten. Das alleine werden wir nicht mit Fachkräften schaffen. Durch dieses Projekt wird nicht an der dualen Ausbildung genagt, weil die komplett anders aufgebaut ist. Wir fangen hier niedrigschwellig an. Jemand lernt erst mal 6 Monate überhaupt kennen, was im Bau und Ausbau passiert. Und wenn er sich dann entscheidet, eine Ausbildung zu machen, geht es noch mal mit einem ganz anderen Ansatz los. Die Verdienstaussichten sind gut. Ungelernte Bauhelfer können bis zu 2.600 Euro brutto im Monat verdienen.